Als er noch jung war, fuhr mein Onkel fort, um eine Weile in Kanada zu leben. Er wurde Helikopterpilot. Damals stellte man sich vor, dass in Kanada das Abenteuer wartete. Ein echteres noch als in den USA. Die Familie konnte sich den Onkel gar nicht anders vorstellen als in einem Universum voller Tannen. Es gab keinen echten Beweis dafür, dass er in Kanada einen Beruf erlernte. Ja, nicht einmal einen Beweis dafür, dass er tatsächlich nach Übersee gereist war. Die Tatsache, dass er Helikopterpilot wurde, bot ihm sozusagen ein Alibi. Er musste zwingend in Kanada gewesen sein. Denn so etwas geschieht in einem wilden Land. Wenn ich mich heute selbst entscheiden würde, nach Kanada auszuwandern, würde man mich sicher darum bitten, per Internet Fotos zu schicken, um zu zeigen, wo ich wohne oder ob ich karierte Holzfällerhemden trage und eine Biberfellmütze wie David Crockett. David Crockett. Und alle wären ziemlich enttäuscht zu erkennen, dass es ähnlich aussieht wie bei uns. Schlussendlich ist der Herbst rot gefärbt. Und im Winter hat es Schnee. Die Menschen sind anscheinend freundlicher. Hallo. Hallo. Ja, hier ist Claudia. Ja, du kannst reden. Ich höre dich. Ja, nicht schlecht. Habt ihr die Fotos bekommen? Ja, es ist ein eher kontinentales Klima. Das heißt, es ist halt nicht... Ja, Tannen auch. Also so eine Art. Ich würde es wahrscheinlich als Scheitern empfinden. Also käme es mir kaum in den Sinn, Helikopter zu fliegen. Nein. 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 Fast. Jawohl. Als ich diesen Sommer aus den Ferien heimfuhr und bereits 3 Stunden am Steuer des Volvos saß, hielten wir bei einem Pizzastand, um eine Pizza zu essen. Danach überholten wir 2 Menschen, die die Straße lang marschierten. Einer von ihnen trug genau denselben Kapuzenpullover wie diesen hier. Ich bin nie in Kanada gewesen und kann es also auch nicht wissen, aber ich stelle mir vor, dass man sich mit Hilfe eines Pullovers mit der Aufschrift Kanada an Ferien in Kanada erinnern kann. Genauso wie man auch eine Postkarte verschickt, die nicht unbedingt exakt das zeigt, was man gesehen hat. Technisch gesehen glaube ich jedoch nicht, dass ein Sweatshirt ausreicht, um sich an die tollen Zeiten der Ferien zu erinnern. Es sei denn, es wäre ein Pullover mit einer Zusatzinformation, einem gedächtnisstützenden Bild beispielsweise. Camping, ein Karibu, ein Pickup, ein Wolf. Er sagt, nein, eigentlich habe das nichts mit Ferienerinnerungen zu tun. Er sagt, das könne doch auch so eine Art Zugehörigkeitszeichen sein. Er sagt,
Auch ich bin in Kanada gewesen. Soweit ich weiß, spielte Kanada in der Eroberung des Weltalls keine große Rolle. Andere Nationen waren da ehrgeiziger. Ich glaube, das hat wenig mit Politik oder mit Mentalitäten zu tun. Es gibt zwar Völker, die ehrgeiziger sind, die versuchen, weiter oder höher zu kommen als andere. I don't know what the hell was happening there. Doch das ist wohl vielmehr eine Frage der Sensibilität. Meine Vorstellung von Kanada ist die folgende. Ein Land, auf welches die Bewohner ziemlich stolz sind und demgegenüber sie vor allem sehr sensibel sind. Ich denke, weil sie in Kanada so nahe an der Natur und den wilden Tieren leben, ist ihnen diese Sensibilität nicht fremd. Okay. Die Kanadier verbringen sehr viel Zeit in der Natur und das verändert ihre Wahrnehmung, relativiert ihr Verhältnis zur Produktion oder zu Zeit und Raum. Und so werden sie auch sensibler in der Freizeitgestaltung. Seltsamerweise ist es ziemlich schwer zu erkennen, ob es für Tiere, und damit meine ich jene Tiere, deren Verhalten sich grundsätzlich von unserem unterscheidet, wie Vögel oder Fische, auch unterhaltsame Augenblicke gibt. Nein. Schwer zu sagen. Bei Menschen hingegen spielt die Freude eine wichtige Rolle in seinem Verhältnis zur Welt. Man kann es zwar leicht übersehen, aber wenn man es genau betrachtet, dann amüsiert sich der Mensch mit allem, was er fabriziert. 1958 entwickelt der Kanadier Joseph Armand Bombardier den Prototypen eines Schneetorfs für Trapper, für Forscher nach Bodenschätzen und überhaupt für Bewohner von abgelegenen Gebieten. Um es zu testen, fährt er damit zu einem befreundeten Missionar, der mit den Ojibwe-Indianern lebt. Die Eingeborenen sind vom kleinen Gefährt begeistert und probieren es 3 Tage lang unermüdlich aus. Das Ding ist nicht nur nützlich, es ist auch ein prima Freizeitgefährt. Voilà! Die Kanadier haben den Schneetorf erfunden, um sich in unwegsamem Gebiet fortbewegen zu können. Und jetzt spielen Sie damit. Am Anfang braucht man ein Gerät, um ein praktisches Problem zu lösen. Aber schon bald braucht man es zur Unterhaltung. Möglicherweise ist die tierische Fähigkeit, sich zu amüsieren, deshalb begrenzt, weil Tiere keine Geräte herstellen können. Lieber Stefan, endlich sind wir in Kanada angekommen. Du hattest natürlich recht. Es sind wirklich Traumferien. Wir erleben täglich die unterschiedlichsten Abenteuer und wir haben auch Lachs gefangen, so wie du es uns geschildert hast. Außer, dass der Führer, den du kanntest, jetzt anderswo in einer Fabrik arbeitet. Dieser Flecken Erde ist wundervoll. Aber du kennst ihn ja bereits. Wir treffen uns bald mal zum Essen. Liebe Grüße und Küsse. Maurizio, Karin,
und Wetter.